Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Final Fantasy 9. Wir sind hier in Alexandria zurückgekehrt, frei vom Nebel, denn den haben wir abgedreht. Und Lilly macht sich schon mal bereit für die Krönungszeremonie, denn sie wird Königin von Alexandria. Ja, Zidane bläst Trübsal, weil er Lilly nicht besuchen gehen kann und wir helfen noch einmal, denke ich, dem Burschen da beim Abnehmen. Oh, mein Sohn spielt den ganzen Tag nur Karten, anstatt mal raus in die frische Luft zu gehen. Dabei würde ihm etwas Bewegung bei Leibe mal ganz gut tun. Hättest du vielleicht Lust, mit ihm mal einen kleinen Wettlauf zu machen? Okay. Fein, dann macht euch bereit. Jo. Machen wir das Ganze nochmal. Wenn ich los sage, dann B und C Tasten drücken. Ja, auf die Pizza. Fertig. Und los. Ich habe keine Ahnung, wie oft man das machen muss. Ehrlich nicht. Der Sieger ist Mimi. Du bist echt gut in Form. Eine Achtung. Ja. Wow. Mein Sohn spielt noch immer den ganzen Tag. Aber und so weiter. Ja. Du einfach helfen. Dann können wir vielleicht noch eine Karte. Auf die Plätze. Fertig. Los. Der Kerl wird halt immer schneller, ne? So. Ich habe echt keine Ahnung, wie oft das noch gehen tut. Und mein Sohn macht auch schon einen fehlschlanken Eindruck. Hier, das schenke ich dir. Ein kleines Dankeschön. Hausmann-Karte. Aha. Nochmal. Tatsächlich. Ja, dann machen wir halt nochmal, ne? So, geht schon los. Auf die Plätze. Fertig. Und los. Boah, der holt mich echt schon fast ein. Das ist schon bald so schlank wie unser Vivi. Du bist echt in guter Form. Alle Achtung. Ja. Einmal geht's noch, glaube ich. Vielleicht nochmal und dann nochmal. Keine Ahnung, noch 20 Mal. Und ja. Fertig. Los. Jawohl, geschafft. Der Sieger ist Vivi. Ja, bist du in guter Form? Was? Da geht nichts mehr? Wir kriegen nichts mehr? Das sind wir fertig? Kann jetzt sein, echt jetzt? Fertig. Los. Das wäre voll gemein. So, Sieger ist Vivi. Und jetzt? Gute Form, alle Achtung. Sind wir scheinbar echt schon fertig, ha? Einmal probier es jetzt noch. So, aber ich glaube, wir sind fertig. Mehr hat sie wahrscheinlich nicht. Sie hätte doch sagen können, dass sie schon fertig ist. Weißt du denn nicht, dass wir aufnehmen, du? Also ich? Wow. War gerade so noch gewonnen, jetzt höre ich aber auf. Und jetzt, ha? Ja, gute Form. Passt, ich bin auch gute Form und gehe meinen Weg. So. Hallo, Frieda warst du, ne? Na, alte Frau. Irgendwie komme ich mit ihrer Schwester nicht recht voran. Nein, nein. Ist sie immer noch nicht fertig? Schon beim Theater? Ja, hallo? Damals, als wir angefangen haben zu spielen? Hast du noch ein paar Notgroschen versteckt? Vielleicht? Der Hammer komplett, also die haben wir ausgeraubt. Da ist, glaube ich, nichts mehr. Nur noch der Teppich wahrscheinlich, der mich. Na, nicht einmal. Na, da ist nichts. Ich bin mit der Weste nicht fertig. Ist ja klar, wenn sie immer fort Wolle machen muss, ne? Wolle spinnt. Spinnt die Wolle. So. Ich glaube, hier sind wir eigentlich auch fertig, normalerweise. Altes Mütterchen. Ja, ja. Und schon wieder eine Frau auf dem Thron. Männer haben in Alexandria eben nichts zu sagen, ja, ja. Du warst schon so. Was? Wie? Ja, ich glaube, da können wir gehen. Ich würde gerne mal. Ich weiß nicht wohin. Ich weiß nicht, was zuerst gut ist. Ich denke mal, vielleicht, vielleicht mit Zidane quatschen. Der arme Kerl tut mir leid.
Oder wir gehen zuerst dann Blank und Markus besuchen. Das werden wir jetzt gleich sehen. La, 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 la. Oh, hallo. Handwerker-Tante. Das Theaterstück gestern Abend. Ein echter Brüller, sag ich dir. Mittlerweile bin ich richtig stolz darauf, das Ladenschild für dieses Kleinkunsttheater gemacht zu haben. Jo, Herrschaftszeiten, ne? Ja, das war ich mit Herrschaftszeiten. Zitane, ja? Hallo. Willkommen in meiner Kneipe. Mhm. Ja, sonst nix. Und du? Und du? Und du? Und du? Ich gehe ja schon. Wenn er nicht will, dann gehen wir halt. Vielleicht haben Markus und Blank mehr Bock mit uns was zu unternehmen, ne? Also zu machen, zu tun. Vielleicht können wir gemeinsam uns ein Theaterstück von Ruby anschauen, ne? Ja, vielleicht. Hallo Burschen. Wie biege ich das jetzt nur hin, dass Ruby nicht wieder ihre Wut an mir auslässt, meine ich. Hey Vivi. Ich würde dich da gerne um einen kleinen Gefallen bitten. Gefallen? Ja, genau. Wir wären sehr froh, wenn du dir mit uns zusammen Rubys Theaterstück anschauen würdest. Klar, ich liebe Theater. Eigentlich will ich jetzt nur etwas spazieren. Na, Theater. Das ist echt ein feiner Zug von dir. Also dann, geh schon mal vor. Einfach die Treppe hinter mir runter. Such dir schon mal einen guten Platz. Blank. Weißt du was ich nicht weiß? Irgendwie können Blank und Ruby wohl nicht so gut miteinander und so. Ja. Blank. Du weißt doch, dass ich nicht jen warte, du. Du da mehr mal bitte verrate tun, wie lange du hier denkst, mich noch warte zu lassen. Lose? Wer bist du denn? Siehst ja irgendwie jedlich aus. Das ist der Vivi Zefix. Warte, Sina. Ist das ein Freund von dir? Hallo, Onkel Sina. Ich bin kein alter Onkel Zefix. Ich bin ein schöner Jungsoll Zefix. Ja. In echt spärslich jung. Stoppe, du je fällst mir. Willst du das Stück anschauen? Mhm, gerne. Nicht nur spaßlich, sondern auch nur lieb. Jo, je fällst mir wirklich gerne. Jetzt ich los. Also jetzt setz dich schon mal irgendwo hin, ne? Ich kann den Dialekt nicht, das tut mir sehr leid. Bei mir ist sie halt nochmal sonderbarer, die Ruby. Scheint ja bester Laune zu sein. Wirklich clever von dir, Vivi, mitzubringen. Ihren Ärger auf dich hat sie wohl schon vergessen und so. Hab die Alte halt voll im Griff. Blank, nachher hab ich mit dir noch ein Hühnchen zur Rübe. Blank, ich hoffe, du hast deinen Frieden gemacht und so. Nix da. Pech gehabt. Oh. Steiner? Ja. Was wünscht ihr? Also, ich würde gerne Zitane treffen und mit ihm sprechen. Prinzessin, im Moment ist dafür wohl nicht der geeignete Zeitpunkt. Außerdem lebt ihr und er jetzt nicht mehr in derselben Welt. Nanu, nanu. Was vernehme ich da für eine laute Stimme? Ist denn etwas vorgefallen? So, Prinzessin, ich denke, es ist so langsam an der Zeit, euch für die Zeremonie umzuziehen. Ja, Generäle Beatrix, werdet ihr wohl so gut, der Prinzessin ein wenig zur Hand zu gehen? Sehr wohl. Ach ja, da ist ja noch etwas, das ich auf keinen Fall vergessen darf, euch zu überreichen, Prinzessin Garnet. Ja. Ein Opal? Ein Topas? Ein Amethyst? Dies sind die Steine, die die Kräfte in eurem Körper bannen und versiegeln. Und die euch Königin Brane mit Gewalt entrissen hat.
Aber nun, ja, dies sind Ereignisse aus bereits vergangenen Tagen, nicht wahr? Das jetzt und heute noch auszudiskutieren, ändert die Dinge auch nicht mehr. Ja. Erst ein köstlicher Kamillentee. Oder doch lieber Pfefferminze? No, keine Ahnung. Was? Hauptmann Steiner. Eure Loyalität scheint ja wirklich keine Grenzen zu kennen. Wie ich sehe, möchtet ihr wohl auch der Prinzessin beim Umziehen zur Hand gehen? Was? Wie? Was? Was? Ich bitte vielmals um Verzeihung. Ja, erlaubt mir, mich zurückziehen zu dürfen. Jawohl, salut und tschüss. Ja. Salut. Ja. Beatrix? Ich würde so gerne Zitane sehen. Meint ihr, das geht? Es ist gerade ein etwas delikater Zeitpunkt. Vielleicht könntet ihr euren Wunsch noch für eine Weile... Auch aus eurem Mund, also die gleichen Worte. Prinzessin Garnett, verzeiht, ich stehe vielleicht nur etwas neben mir. Ich bin so nervös und... Ich weiß auch nicht, ich fühle mich nicht wohl. Ja. La, li, la, la, la. La 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 la. Jetzt, wo Lili Königin wird, ist das für Aiko die Gelegenheit, das Herz von Zitane für sich zu gewinnen. Mhm. Oh ja, als erstes schreibe ich ihm einen ganz romantischen Liebesbrief. Mhm. Diese Strategie versagt nie, habe ich gehört. Jap, jap. Altbewährt. Mhm. Aber meine Worte müssen sich wie ein Pfeil in sein Herz bohren, sonst nützt es überhaupt nichts. Ich hoffe nur, dass die Prinzessin dem Gewicht der Krone standhalten wird. Denn in diesen schweren Zeiten setzt das Volk natürlich seine ganzen Hoffnungen auf sie. Der gescheit aussehende Onkel kommt mir aber gerade recht. Du, hör mal, du bist bestimmt ganz beschäftigt, oder? Und vor, oder? Oder eher mehr gescheit. Nein, gescheit bist du. Ja, beschäftigt schaust du nicht aus, aber gescheit. Oho, gescheit? Sehe ich also in deinen Augen aus? Mhm, ja, sogar ziemlich gescheit. Was lässt mich denn so gescheit aussehen, mein Kind? Man lernt über sich selbst ja nie aus, also verrate es mir bitte. Ja gut, mhm. Also, da wären erstmal dieser dich gescheit aussehen lassende Bart. Mhm. Und dann, ganz genau, dann dieser dich so gescheit aussehen lassende Hut. Mhm. Und nicht zuletzt diese dich so wahnsinnig gescheit aussehen lassende Nase. Ja, ist das nicht eher ein Schnabel? Ich hab immer gedacht, das ist ein Vogel. So eine Art Pinguin. Dabei ist das eine Nase. Ups, ich meine, was? Wo man auch hinguckt, du siehst überall völlig gescheit aus. Mhm. Ho, 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 du bringst mich noch ganz in Verlegenheit. Sag mal, wo du doch so gescheit bist, bist du doch gut in Poesie, oder? Oder wie heißt das? Es gibt zumindest Zeiten, also es gab halt diese Zeiten, in denen ich mich durch Schreiben meine Forschungen finanziert habe. Ja, ja, ja. Und so manches Gedicht. Mhm. Ach, das waren noch Zeiten damals als junger Spross. Ach, mein Gott, na. Das Wissen von heute mit der Jugend von damals kombinieren. Ach, wie viel Zeit mir noch bleiben würde, um noch mehr Wissen mir anzueignen. Ach, was, wo waren wir? Aiko will da so einen Brief verfassen, ja genau. Aber ich weiß nicht genau, was ich schreiben soll. Oho, einen Brief, sagst du? Wenn du mit meinem bescheidenen Können Vorlieb nehmen kannst, so soll es mir ein Vergnügen sein. Großartig, dann komm bitte mit, ja? Ja, ja, damals die Zeit. Das ist eine Nase? Gut, das ist vielleicht eine Nase. Okay. Dieses Horn, das sie am Kopf hat. So ein Horn habe ich doch schon mal. Er hat das Horn schon mal gesehen?
Es liegt schon sehr lange zurück und ich hatte es wohl bereits beinahe vergessen. Aber nichts hat mich je wieder so in Schrecken versetzt wie diese eine Sache damals. An dem Tag nach dem Sturm, da trieb ein kleines Boot in den Hafen. In ihm waren ein kleines Mädchen und eine Frau, wahrscheinlich dessen Mutter. Die Mutter war leider bereits verstorben, aber das Mädchen arbeitete, um ihr Leben zu erhalten. Genau. Schande. Doch als ich das Gesicht des Mädchens sah, da konnte ich meinen Augen kaum trauen. Warum, das verstehe ich bis heute nicht. Aber dieses Mädchen sah genauso aus wie Prinzessin Garnet, die kurz davor ums Leben gekommen war. Oh, wie tragisch. Sie glich ihr wirklich wie ein Ei dem anderen. Als wäre das nicht schon verwunderlich genug, wuchs aus dem Kopf des Mädchens noch ein Horn. Richtig, das war damals so. Ein Mensch mit einem Horn. Wo um alles in der Welt mochte sie nur herstammen. Doch der damalige König befahl dem Mädchen, das Horn abschneiden zu lassen. Bitte was? Sie schrie vor Schmerzen und weinte bitterlich. Nicht einmal Narkose? Ihr Arschgeigen! Der König und seine Frau, Königin Brane, setzten sie an die Stelle von Prinzessin Garnet und zogen sie groß. Aber könnte es vielleicht sein, dass dieses Mädchen eben in einer Beziehung zur Prinzessin steht? Und wenn ja, in welcher? Was? Da geht's doch eindeutig um Lilly. Lilly ist nicht das leibliche Kind von Alter, vom König und von der Brane. Sie ist wahrhaftig eine Esper. Um den Schmerz des Verlustes der eigenen Tochter zu verkraften, haben sie einfach das angetan und haben sie einfach auf den Thron gesetzt. Da ist nichts passiert. Nichts passiert. Das ist die Prinzessin und gut ist. Es handelte sich alles um ein Missverständnis wahrscheinlich. Kann ich mir super vorstellen. Alter, wie arschig muss man als Mensch sein? Einem anderen Menschen solche Schmerzen zuzufügen und dann noch so schier zu lügen. Und das arme, ja, kein Wunder, dass sie keine Erinnerungen hat. Das Horn wird ihr wahrscheinlich bei den Erinnerungen helfen und so. Oh. Es kann aber auch sein, dass vielleicht das Horn nicht dafür verantwortlich ist. Man kann ja, wenn man solche drastischen Erlebnisse erlebt hat, das war ein schönes Deutsch, dann kann es ja passieren, dass man das so verdrängt, dass man es vergessen hat. Hey, du da, aufwachen! Also du musst Aiko jetzt ganz schnell sagen, was ich schreiben soll. Oh, entschuldige bitte, ich war gerade etwas in Gedanken versunken. La 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 la. Prinzessin Garnet, ihr seht wirklich hinreißend aus. Ihr Kleid, das sie damals zum Geburtstag trug. Vielen Dank. Übrigens, Beatrix, da ist etwas, das ihr unbedingt wissen solltet. Worum geht es? Ich bin nicht Mutters, besser gesagt, Königin Branes leibliche Tochter. Prinzessin Garnet, bitte verzeiht, aber darüber hat mich Professor Toto bereits vor kurzem aufgeklärt. Aber wisset, dass meine Loyalität eurer Hoheit gegenüber davon unangetastet bleibt. Nein, im Gegenteil sogar, von nun an bin ich noch mehr euer untergebener Diener, euer Majestät. Beatrix, ich danke euch. Selbstverständlich, Prinzessin. Oh, meine Königin schon bald. Hurra! Wenn Zitane diese Zeilen liest, dann kann er gar nicht anders, als sich unsterblich in Aiko zu verlieben. Vielen Dank nochmal, lieber Onkel. Hoho, ich freue mich, dass ich dir behilflich sein konnte. Ach, ich hab
Ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt. Ich heiße Aiko. Ich komme aus einem Ort namens Madainsari. Bis bald irgendwann. Mach's gut. Lalalala. Aus Madainsari? Madainsari. Ist das denn nicht das Dorf, aus dem der Legende nach das Volk der Esper stammen soll? Aber die akademische Welt einigte sich irgendwann darauf, dass an dieser Legende wohl nichts dran sei. Und aber was, wenn doch etwas dran sein sollte? Jetzt kann er sich wieder 5 Stunden lang den Kopf zermattern. Wir gehen nochmal zurück. Da ist nämlich ein Mogli-Gri. Hallo, Herr Mogli. Mognet und so? Nichts. Ich erzog an einem Brief. Okay, da ist gar nichts. Nix, null, nada, nette. Dann muss ich sagen, zurück. Geht nichts, zurück, zurück, nichts, ich will nichts haben. Hallo Onkel. Aber was, wenn doch etwas an der Sache dran sein sollte? Das kann doch nicht sein, oder doch? Der ist wieder nur am Herumdenken. La la la. Ist hier irgendwas von Wert? Hier rein? Zitane ist nicht hier, sondern treibt sich irgendwo in der Stadt rum. Ich will da mal rauf. Ich will zu Lilly rein. Lilly, Lilly. Och Mann. Okay, dann müssen wir halt zur Stadt. La, 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 la. So, jetzt muss ich aber Zitane schnell den Brief übergeben, sonst. Aber wo steckt Zitane wohl gerade? La, 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 la. Wow! Oh nein! Ah! Ich will hier runter! Oi, so, so! Alles klar bei dir? Du Trampel! Tut mir leid, Kleine, aber du kamst so schnell um die Ecke geflitzt. Och, nun kann man da jetzt wohl nichts mehr machen, weil du hängst ja da doch ziemlich hoch, nicht wahr? Findest du das auch noch komisch, du Trampel? Oh nein, mein Brief ist runtergefallen. Du sagst, du kannst Aiko nicht runterhelfen? Dann überbring doch wenigstens diesen Brief. Jemanden namens Zitane, alles klar? Oho, ein Brief für Zitane, sagst du? Ja, aber den überbringe ich doch mit dem größten Vergnügen. Genau, der alles vergisst oder verdreht. Und was wird jetzt aus mir? Ach, die kleine Aiko. Na so, war's gar kein Boot für mich in Warteschleife. Schlosspatrouille bereitet. Beendet. Falsch. Schlosspatrouille beendet. Keine besonderen Vorkommnisse. Nanu. Da brat mir doch jemand einen Storch. Das ist ja Bark, der Anführer der Räuber. Mir war so, als hätte ich gerade meinen Namen gehört. Was denn? Du bist das? Hauptmann, darf ich den Räuber für euch festnehmen? Darf ich? Nein. Leider stehen wir in seiner Schuld. Überlasst das hier mir und patrouilliert weiter. Jawohl, zu Befehl. Aber hallo, ich staune. Solltest du etwa in letzter Zeit vernünftiger geworden sein? Nun krieg das vorhin bloß nicht in deinen falschen Hals. Du bist ein Räuber und das hier ist beileibe kein Ort, an dem man Gesindel wie dich duldet. Aha, so läuft der Hase hier also. Einer meiner Leute rettet mal schnell das ganze Land und das ist dann der Dank dafür. Aber du hast natürlich recht. Gesindel wie wir verdienen es gar nicht, auch nur dieselbe Luft zu atmen wie der werte Herr Ritter. Natürlich stehen wir tief in der Schuld von Zitane. Hat er doch nicht nur unser Land, sondern auch die Prinzessin beschützt. Aber Räuber ist und bleibt nun mal Räuber. Ich kann Leute wie euch beim besten Willen nicht einfach so hier herumlungen lassen. Ein Dankeschön hätte eigentlich auch schon genügt. Aber egal.
Ich wollte hier sowieso keine Wurzeln schlagen. Übrigens, ich habe Zidane im Schloss nicht finden können. Du wüsstest nicht rein zufällig, ob der sich gerade hier irgendwo rumtreibt. Seit damals hat er keinen Fuß mehr in das Schloss gesetzt. Wie wäre es denn, wenn sich sein Chef daran mal ein Beispiel nehmen würde? Ja, ja, ist ja schon gut. Geh doch irgendwo hin, Rostschutz suchen, Mann. Rostschutz. Für die Rüstung. Diesem ungastlichen Ort sage ich also ab jetzt auf Nimmerwiedersehen. Na, wenn da mal nicht gerade mein Boot einläuft, Gra. Einmal Burgstadt ohne Rückfahrkarte, bitte, Gra. Dieser Räuber. War mir doch klar, dass es niemand anderes als Steiner sein kann, der hier so einen Aufstand macht. Puh. Obwohl ich in diesen Tagen stark sein muss, stark sein für Königin Garnett, verspüre ich da einen mir bisher unbekannten Schmerz in meiner Brust. Was ist das nur? Hat wohl Steiner fallen lassen? Ein Brief. Was ist das? Was ist das nur? Wenn der leuchtende Mond die Sterne am Firmament anlächelt, dann warte ich am Bootsteg mit glühendem Herzen auf dich. Was ist das denn für ein Brief? Ist das etwa? Ich meine, ist das vielleicht? Liebesbrief an mich? Von Steiner? Die Welt steht nicht mehr lang. Bitte was? Steiner? Sauber, schönes Missverständnis. Lilly, ich hoffe, du hast es schön bequem und weich auf deinem Thron. Verdammt. Verdammt, 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 verdammt. Ohne Lilly. Was soll ich denn bloß ohne sie machen? Ihr Lächeln, ihre Stimme, ihre wunderschöne Stimme, die in meinen Ohren wie lieblicher Gesang klingt. Ja, weil sie meistens singt, aber naja. Nur eine Strophe ihres herrlichen Gesangs und mein Herz blüht auf wie eine Lilie. Verdammt! Denn lese doch, Oblühe, verdämm ich. Oblühe wie eine Lilie, Zidane. Genau, Zephix. Hier in diesem Halbdunkel völlig resigniert am Tisch zu kleben, das sieht dir aber gar nicht ähnlich. Meine Rede und so. Ach, hört doch auf. Ihr habt doch keine Ahnung, wie es in mir drin gerade aussieht. Jos, Herrschaftszimmer, was? Uwa. Lang nicht mehr gesehen, Zidane. Aber warum machst du ein Gesicht wie 7 Tage Regenwetter? Ist was? Hey, Chef. Nimm mich wieder in die Tantalusbande auf, okay? Dann ziehen wir wieder alle zusammen los und klauen einen Schatz nach dem anderen. Wie in alten Zeiten. Einen Schatz nach dem anderen? Weißt du, Zidane, echte Schätze sind leider ziemlich rar in unserer Welt. Aber hat man erstmal einen wirklich besonderen Schatz gefunden, dann sollte man auch alles daran setzen, ihn sich zu holen. Das ist die Regel Nummer 1 hier bei Tantalus. Aber wem sage ich das? Doch wer sich nicht daran halten will, der hat bei uns leider nichts verloren. Was ich eigentlich sagen will, da du im Moment nicht in der Lage bist, eine Taube zu fangen, nicht in der Lage bist, eine Lilie zu pflücken, hast du nicht das Zeug dazu, wieder bei Tantalus zu sein. So einfach ist das. Chef. Du, Zidane, wollen wir nicht Lilly besuchen gehen?
Ich krampf mich hier durch irgendwelche Metaphern und der Kleine hier nennt die Dinge einfach so beim Namen. Wie köstlich. Was? Lass uns gehen, Zitane, komm schon. Na los. Ja, du hast recht. Dann wollen wir mal schnell ins Schloss und Lili alles Gute wünschen, bevor sie Königin wird. Genau. Bin ich noch irgendwas schuldig, Gnädigste? Jedem das Seine, sage ich immer. Nope, liegt hier vielleicht irgendwas noch versteckt? Hast du irgendwas noch für uns? Das ist die Server der Brilla, bla bla, kein Kleinkunsttheater. Klar, klar, klar. So viel dazu, das Erste, was sie macht, ist Treppe reparieren. Ja. Scheint das Geld nicht zu reichen für die Kneipe hier, ha? Es denkst so viele Stühle, allein die da, ne? Die können ja, die sitzen quasi fast Rücken an Rücken. Was, Active Time Event sogar? Glatt vergessen. Ah, das wird der Park sein. Oh, jetzt habe ich doch glatt vergessen, sie da in diesen Brief zu übergeben. Oh, oh, was? Hab ihn sowieso irgendwo verloren. Super. Na gut, ich würde sagen, das war's dann wieder für heute. Der Part ist zu Ende. Zidane ist wieder halbwegs auf den Beinen. Er möchte gerne Lili besuchen gehen. Das werden wir allerdings erst morgen machen. Und dann werden wir ihr alles Gute wünschen für die Krönungszeremonie. Und vielleicht geht es dann bei den beiden etwas besser. Na gut, ihr Lieben. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!